Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Amnesia The Dark Descent. Der war immer am Quasseln. Ja, halt den Schnabel. Der war die ganze Zeit am Quasseln und ich dachte mir, komm, ich fange mal ein bisschen hier an. Wir wollten hier drüben reingehen, um zu gucken, wo wir hier hinkommen. In der Hoffnung, dass wir hier noch weitere... Ah, komm. Hallo? Da irgendwas kann ich nicht. Ich dachte, die können da irgendwas anbringen oder so. Die Kurbel brauchen wir bestimmt noch für irgendwas anderes später. Mal gucken. Machen wir eben hier Licht an. Wir haben ja 11 von den Querschiff. Wie abscheulich, dachte er. Gute Männer können glücklich sein über ihre Abreise, denn sie sind nichts als eine Belastung für die Menschheit. Man wird sie nicht vermissen. Wo sind wir denn jetzt? Das Querschiff. Und überall sieht es aus, als wäre es draußen taghell. Es ist furchtbar. Oh Gott. How much more, Baron? How much more am I supposed to withstand? Kill me, Orphan! Kill me! This one. Prepare him. Lustig aus hier. Kann ich hier mal eben Licht machen? Danke. Was ist denn hier? Ein roter Schleier. Der Vergewaltiger hing kopfüber. Seine Tränen verfielen mit dem Blut, das aus seinem Bauch floss. Die Sägen zwischen seinen Beinen steckten in der Hüfte fest und ließ sie nicht weiter bewegen. Der Mann machte einen Schritt zurück und wartete, bis das Opfer verblutete. Gerade vor wie bei Saw. Oh, ein Stau, ein Stück von der Kugel. Sehr schön. Das mit dem weißen Bildschirm geht gar nicht. Ich habe kein Augenlicht mehr. Ja, Witzgeblitzdings quasi. Die Musik im Hintergrund so. So, nächster Raum, nächster weißes Blitzdingslicht. Kann es sein, dass alles Erinnerungen sind, die jetzt kommen? Oh, geil, willkommen im Popo-Club. Die Kidnapperin war auf ihren Knien. Und ihre Hände waren auf den Rücken zusammengebunden. Sie fühlte, wie ihre Hände angehoben wurden und ihr Körper folgte. Ihre Schulter gaben dem Gewicht ihres eigenen Körpers nach, Entschuldigung, und knackten laut. Die aufgehängte Frau schrie hysterisch, als der Mann näher kam, um zum nächsten Schritt überging. Oh, warte mal. Was für einen nächsten Schritt hat der denn gemacht? Ich würde es gerne mal wissen. Der hat wahrscheinlich hier den Besen... Ach, guck mal, der Besen aus dem... Alter, aus der allerersten Folge ist auch hier. Guck mal. Yay! Yeah. Der Besen, den man so hinstellen kann und dann er bleibt stehen. Da ist der mega geiles neue Swiffer-Besen. Jetzt kaufen! So. Was ist das hier? Kann ich? Oh,
Ach, hör auf. Ne. Alter, die war gefesselt am Gewicht und wurde nach oben gezogen und quasi auseinandergerissen. Ach, hör auf. Alter, wie gemein. Boah, es ist fies, das ist... Alter. Ein Stück, jawohl, ein Stück Kugel. Juhu. Und ich bin schon wieder Matsch in der Birne. Man merkt's gerade. Yay, yeah, geil, ich hab gesoffen. Wuhu. Yeah. Scooter. Harder. Ist, das Spiel ist so gerade, ich kann's nicht ändern. Alter. Beruhig dich mal. So, jetzt geht's wieder. Ein, oder? Nee, immer noch nicht. Der letzte Raum. The cradle is ready. Good. You're a man. How did you partake in this? Is he all right? He is one of the wicked. Don't pay his lies any attention. I'm not a bad man. It was an accident. He set a man on fire. It wasn't love is on fire. Why won't anyone listen? That's horrible. Of course. We are dealing with monsters here. Alter, was ist denn? Okay, wir haben kein Öl mehr. Was ist denn? No, no, please! Do anything! Whatever you want! Anything! Do anything! Alter. Der Brandstifter schrie, als er langsam gefehlt wurde. Es war nicht schwierig, den Willen der Opfer zu brechen. Sie wollten, dass er stirbt, aber die Folter hatte größere Effekte als erwartet. Es war nicht die angewandte Methode, es war der Brandstifter. Er war anders als die anderen. Sie werden ihn erneut vergessen lassen. Alter, die haben den hier aufgespießt mit dem Arsch. Alter. Wo krieg ich das Stück? Hallo? Stück, Stein? Hier drunter wahrscheinlich, oder? Ja. Kann ich die Kugel jetzt zusammensetzen? Geht das jetzt? Kann ich das jetzt auch mal ausprobieren? Nein, geht nicht. Okay. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Na gut. Probieren wir mal aus. Gehen wir mal wieder zurück. Ja! Der Gang war doch gerade nicht so lang, oder? Der Gang war gerade nicht so lang. Das reimt sich sogar. Gut, schau. Guck mal, da hängt einer ab. Hab ich gar nicht gesehen. Mr. Lieutenant von Adelberg ist wieder am Start. Mhm. Er hat lang gesagt, einfach so. Er hat lang gesagt. Oh Gott, fürchterlich. Wo kommen wir jetzt hin? Was ist das für ein Raum? Wo bin ich hier? Es sind einige wichtige Punkte über die Folter anzumerken. Ich hatte angenommen, dass die Reaktion der Opfer sehr unterschiedlich sein würden. Glücklicherweise ist das nicht der Fall. Alle Menschen gehen ähnlich mit körperlichen Schmerzen und Angst vor dem Bevorstehenden um. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, die Opfer vor Beginn zu bändigen. Selbst das sehnsüchtigste Geschöpf kann in Gewalt ausbrechen und seine Stärke, die erwartet, weit übersteigen. Wo der Wille des Opfers gebrochen, sollte dies allerdings kein Problem sein. Es hebt jedoch auch den von mir gewünschten Effekt. Demnach folgen Schritte einzuhalten, das Opfer fesseln, solange es noch benommen ist, die Art der angewandten Foltermethoden zeigen und mit dem eigentlichen Folterakt beginnen.
Das Vorzeigen der Foltermethoden soll das Opfer in Schrecken versetzen. Der menschliche Verstand ist extrem effizient. Die bloße Vorstellung an das bevorstehende Versetzen des Opfers in noch größere Angst. Bei zugefügten der Schmerzen sollten zu großen Schaden vermieden werden, da die bestehenden Rituale erzielt werden, wenn der Prozess aufrecht gehalten wird. Außerdem sollten die Schmerzen in Dosis zugefügt werden, wenn möglich mit Pausen, damit sich der Körper beruhigen kann. Schlagen oder Schneiden des Opfers sollte einmal erfolgen. Dann warten, bis der Schmerz vorüber ist und dann wiederholt werden. Solange der Körper leidet, wird die Lebenssequenz produziert und das Blut mit ihren Eigenschaften gesättigt. Nur bei behutsamer Vorgehensweise wird der maximale gewünschte Effekt erzielt. Verhält sich das Opfer nicht wie erwartet, ist es wahrscheinlich, dass alles umsonst war. Um das zu vermeiden, ist Amnesie, Trank zu verabreichen und es später erneut zu versuchen. Ich bin Peter Lustig und ich verabschiede mich für heute. So, Oh. Ein Rückblick. Bist du es, meine Liebste, die ich so vermisse, oder bin ich es selbst? Ich weiß, was ich geworden bin. Ich bin nicht blind. Ich bin ein Monster für sie. Ein dämonischer Sultan, der auf einem dunklen Berggipfel haust. Ich kann nur wenig tun, um mich selbst zu erlösen. Der schwarze Adler fürchtet mich und nach Napoleons Niederlage ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie meinen Kopf auf ein Tablett präsentiert haben wollen. Ich muss aus diesem Land fliehen. Dieses Mal muss es funktionieren. Wenn ich jetzt nicht zurückkehren kann, soll ich untergehen. Was haben wir hier? Aufgenommene Schnur. Okay. Und Öl. Sehr schön. Öl und eine Schnur, das heißt, wir können hier ein Buch nehmen. Gut, dann gehen wir mal zurück. Vielleicht bringt uns das irgendwie weiter. Ich habe keine Ahnung. Von wie vielen Teilen der Kugel sprachen die doch mal? Hui. So, jetzt sind wir hier quasi soweit fertig. Ne? Kann ich auch wieder zurück, oder? Hauptschiff. Die Angst überkam ihn erneut. Hatten wir schon gelesen. Trinken wir einen Schluck. Ich wollte nur kurz den Ladebildschirm überbrücken, weil er so lang ging. I see that all the odd pieces you need. I know I have no right to ask anything of you. But if you could find it in your heart to gather the ingredients for Vias Tarnik before attempting to mend the ore, there might still be a chance for you to save Auf keinen Fall. Ne. Please. My faith is in your heart. Ne. Auf keinen Fall. Ne. Auf gar keinen Fall, bist du verrückt? Ne. I see that all the orb pieces you need. I know I have no right to ask anything of you. Wie kann ich ihn retten? Kann ich ihn retten? Wie kann ich ihn retten? Kann ich ihn eine Kiste am Kopf schmeißen? Hier. Hier. I see that all the orb pieces you need. I know I have no Ja, ist eine Kiste, kannst mit spielen. But if you could find it in your heart to gather the ingredients for Vias Tarnik before attempting to mend the orb. Kann ich jetzt die Kugel zusammensetzen? Geht das? Lässt sie nicht zusammensetzen, Alter, willst du mich verarschen? Schnarch.
Ich habe keine Ahnung. Ich gehe zum Ritualraum. Ja, aber wie denn? Wie soll ich dich retten? Ich kann's nicht. Es ist so... Aua, hör auf. I see that all the orb pieces you need. I know I have no right to ask anything of you. But if you could find it in your heart to gather the ingredients for Vyr's target before attempting to mend the orb, there might still be a chance for you. Ich gehe mal in den Ritualraum. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Zum Altarraum, vielleicht kann ich da irgendwas machen. Du brauchst die komischen Tränke. Aha. Aber woher? Lebensessenz und so. Aber woher? Woher? Wo soll ich die herkriegen? Die dicke Flüssigkeit verteilt sich auf deiner Zunge. Er schluckte übermütig, um keinen Tropfen zu verschwenden. Er sah durch das Fenster auf den weiten Wald der Morgensonne. Würde das alles je ein Ende haben, fragte er sich. So. Ein spezielles Tonikum, das er ja woher? I see that all the orb pieces you need. I know I have no right to ask anything of you. But if you could find it in your heart to gather the ingredients for Vyr's tonic before attempting to mend the orb. There might still be a chance for you to save me. Please, my fate is in your hands. Ja, was denn? Was soll ich jetzt machen? Notiz Folter. Nee. Keine Ahnung, ich bin unschlüsselig. Schlüsselig vor allen Dingen. Bin unschlüssig. So weit wieder zurückgehen kann ich mir gar nicht vorstellen. Das wäre doch ein bisschen dämlich, oder? Vielleicht brauchen wir einfach nur Duct Tape. Irgendwie. So Panzertape, so Duct Tape-mäßig, so. Duct Tape. La 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 la. Duct Tape. Warte mal, wir haben noch... Ah, Moment. Da fällt mir gerade was ein. Wo war denn das? War das hier? Lässt sie näher, rührt sie nicht. Okay, ja. War das hier? Mir fällt gerade was ein. Wir haben nämlich noch einen Raum, wo wir was tun konnten, wo uns aber noch was fehlte. Erinnerst du dich? Die Frage ist nur, wo war dieser Raum mit der Kurbel? Weil wir haben ja so ein Seil jetzt gefunden. Müssen wir jetzt verlängern oder so? Ein verlängern gesagt, einfach so. Aber wo war dieser Raum gewesen? Ja, I see also all the pieces you need. Ja. Bla. War das hier? Hier hatten wir schon alles, genau, das haben wir schon alles. Ah, hier ist eine Tinderbox. Wo war denn das nochmal? War das hier? Albtraumeingang? Ich gehe nochmal zum Albtraumeingang. Ja! Freunde! Haben wir schon gelesen gehabt? Duct Tape. So, wo ist denn das mit der Kurbel gewesen? Nee, so weit zurück war das doch nicht, oder? Nee. Haupthalle, Albtraum, oder? Warte mal, oder? Wo war denn das mit der Kurbel? Ich bin ein bisschen
bisschen überfragt gerade. Die Frage ist, wo war das mit der Kurbel, wo wir das Seil runterlassen konnten in dem Brunnen? Da müssen wir auch noch was machen, definitiv. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur um so ein... Oder was hier? Nee, oder? Nee. Das war doch oben, oder? Das war doch nicht hier im Raum, oder? Querschiff war das gewesen. War das ein Querschiff? Ernsthaft? Dann gucken wir mal, wo das Querschiff ist. Hauptschiff. Das haben wir auch schon gelesen. Ladebildschirm. Ganz langer Ladebildschirm. Wir haben es übrigens 1 Uhr. Alter, heute geht so lange. Ist ja wunderbar. Ist zauberhaft. Eigentlich wollte ich gar nicht so lange machen heute, aber ich dachte mir, komm, mach's mal. Und vor allem nur ein Spiel. Wir haben bisher nur ein Spiel gespielt. Ist noch gar keinem aufgefallen, ne? Im Übrigen. Sonst immer so alle 2 Stunden oder so Wechsel. Wir sind seit 8 Uhr dran. Nur mal so zur Info. Wir sind 5 Stunden Aufnahmematerial schon. Ich hab noch so viel zu tun heute Abend. Wo ist das Querschiff? Ist es hier? Warte mal, ist hier auch noch Türen, ne, oder? Lecker. La 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 la. Dann Querschiff, kann es sein? Dab, dab, da. Auch an alle neuen Zuschauer, willkommen zur Let's Play Live Show. Ich schau mal eben, was haben wir denn alle hier an? Alter, die Zuschauer, ne? Unfassbar. Vielen lieben Dank. Dank und willkommen zur Let's Play Live Show. Alter, bitte! Was? Willst du mich verarschen? Was? Fick dich, Spielschnabel! Alter, willst du mich verarschen? Hazel verbrachte den ganzen Sommer im Bett. Er las immer von, nachdem er seinem Vater die Arbeit geholfen hatte. In seinen Gedanken war sie wie Scherzade. Und solange die Geschichte erzählte, würde sie nicht streben. Würde sie nicht sterben. Ach, das sollte so sein. Jetzt sag mal nicht, ich hab keine... Okay, hab ich. Ach, hör auf! You had me worried. Quite frankly, I'm not sure what to do with you. I hold no grudge against you, Daniel. We are so very much the same, you and I. Did you really drink from the amnesia mixture? Ja, hab ich getrunken. Memento. Die Zellentür ist abgeschlossen. Finde einen anderen Ausweg. Okay. It does explain so much of your behavior. You never did finish what you set out to do. You talked about redemption, how you would face the orb's shadow and save our work and me. I will grant you another chance to redeem yourself. You can wait here and stop the shadow. Thank you, friend.
Wir kriegen die Tür offen. Wie kriegen die Tür offen? Oh, was haben wir hier? Warte mal. Hier ist irgendwie was gerade gewesen. Was war denn hier? Hä? Ah, hier. Roll einfach mal weg. Verwendet werden? Was? Muss ich kombinieren mit irgendwas? Ich hab keine Ahnung, was. Es ist aus stabilem Metall in gutem Zustand, das bringt nichts. Was? Ich will hier raus. Oh Gott, was? Ich lese das Bett einfach gleich mal da drauf bei den Kollegen. Stück Fleisch? Kann ja sein, dass es funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie, was soll ich hier machen? Kletter doch einfach hier oben raus. Warum geht der nicht? Warum geht der nicht da jetzt raus? Warum klettert er da nicht rüber? Ich versteh's nicht.
Natürlich. Ist klar. Okay, wir sind in einer Nachbarzelle angekommen. Die natürlich offen ist, klar. Kann ich hier Seil anbringen? Nichts, okay. Es gibt nicht mehr viel zu sagen. Ich schreibe nur, um mich noch nicht, was um mich nicht noch einmal an den Geschehnissen der letzten Tage erinnern zu müssen. Wenn ich Glück habe, schlafe ich ein und die Zeit wird mühelos vergehen. Ich habe begonnen, mich von meinem Gefängnis zu entwöhnen. Als ich hierher kam, fühlte ich mich zuerst wie ein Grab. Aber jetzt fühle ich, dass mir diese Wände Ruhe spenden. Solange ich hier drin bin, fühle ich keinen Schmerz. Die Wände schützen mich vor dem, was draußen geschieht. Ich habe sogar recht. Als einer der Wärter seinen Schlüssel auf die Rohre fallen ließ. Es gab mir eine Sekunde lang die Hoffnung, dass ich hier rauskommen könnte, wenn ich ihn nur von hier aus erreichen könnte. In meinen Träumen, Alexander, ich bin König. Nee, bin ich König. In meinen Träumen besiege ich dich und entgehe deinen Klauen. Ich kehre mich allen Rittern des Reiches zurück und trage sie Pistolen und Säbel in meinen Träumen. Okay. Öl. Gleich geht's los. Ja, ich glaube auch. Thaler. Du musst auch Thaler schreiben, nicht nur Ala. Alter. Nicht nur Alter. Alter. Oh, Alter, nimm doch mal den Penis aus dem Bild. Das gibt's doch gar nicht. Meine Güte, wieso muss immer dieser... Alter, ich krieg bald einen Twitch-Bann. Wenn noch mehr Gliedmaßen. Ja, fass doch mit deiner Hand einfach mal einen Penis. Genau, bedeck ihn einfach mal. Das sind keine Gliedmaßen. Das ist einfach irgendwie ein männliches Geschlechtsorgan. Oman vor allen Dingen. Oman, Alter. Organ. Oh Gott, fürchterlich. Wieso muss immer so ein Penis im Bild sein? Ich weiß es nicht. Ich habe Penis gesagt, das kriege ich wahrscheinlich in Twitch, YouTube-Bann. Weil ich Penis gesagt habe und gezeigt habe. Mein Gott, ist im Spiel drin. Was soll ich machen? Und der war auch noch bewuchert. Das ist eine Insel mit zwei Bergen. So, Evolve Dommy, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast und willkommen zum Live-Let's Play von... Amnesia, The Dark Descent. Ich denke mal, das denkst du dir schon. Und ich muss schon wieder mal eben kurz nachlesen. Finde den Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Sie ist aus diesem Bereich herausgeführt. Mhm. Ich glaube, den Schlüssel finden wir in einer weiteren Folge. Amnesia, The Dark Descent. Und dann schaltest du wieder ein auf YouTube. Bis zur nächsten Folge.